Hey, herzlich willkommen hier in Bonfin, dem Zentrum in der Provence von dem spirituellen Meister Omram Michael Ivanov. Ich will dir kurz erzählen, warum ich hier bin, und dann zeige ich dir einen kleinen Film, ein paar Eindrücke, wie das Leben in einer spirituellen Gemeinschaft aussehen kann. Nach dem Abitur, als ich ein bisschen Zeit hatte, mir Gedanken über das Leben zu machen, habe ich über Tag und Nacht nachgedacht und über Leben und Tod. Und ich habe gedacht, wenn man den Tag wirklich intensiv lebt, kann man gut schlafen, hat schöne Träume, hat noch einen Zugang zu einer ganz anderen Welt in der Nacht und wacht am Morgen wieder mit neuer, frischer Energie auf. Warum ist denn das Leben und der Tod anders als Tag und Nacht? Oder anders ausgedrückt, vielleicht ist das Leben und Tod genauso wie Tag und Nacht, nur im ganz Großen. Das würde bedeuten, dass wir in diesem Leben ein Leben leben können, was uns auf den Tod vorbereitet. Ein intensives, spannendes, inspirierendes Leben. Dann haben wir einen schönen Tod, einen schönen Übergang. Denn genau wie von Tag und Nacht ist auch der Übergang von Leben zum Tod vielleicht ein ganz, ganz besonderer Moment. Und diesen Moment so genießen zu können, da müssen wir schon ein besonderes Leben verführen. Und in meinen Augen ist das ein spirituelles Leben, denn wir müssen auf gewisse Dinge verzichten, wir müssen gewisse Tugenden haben, wir müssen gesund sein. Es ist eine Sache, die wirklich nicht einfach zu erreichen ist. Wir sehen das heute, dass so viele Menschen ja nicht bewusst sterben. Was mich jetzt überzeugt hat, hierher zu kommen, zu dieser Gemeinschaft von Omram, ist, dass er es genau so gemacht hat. Er hat einen sehr bewussten Tod gehabt mit 86 Jahren. Hat er gemerkt, seine Zeit hier auf der Erde neigt sich dem Ende, und er hat sich zurückgezogen und hat genau dieses Erlebnis bewusst erlebt. Er hat dann seinen engsten Vertrauten gesagt, dass er jetzt ins Jenseits übergehen wird, und hat darum gebeten, dass sein Körper noch 2 Tage unangetastet dort liegen bleibt, damit er seine Arbeit hier auf der Erde vollenden kann. Und selbst jetzt ist er noch aktiv in einer anderen Welt, aber er ist da und er unterstützt alle Menschen, die sich auf dem Weg, auf dem spirituellen Weg befinden. Und hier können wir sehen, dass sein Werk real ist, dass es funktioniert, denn selbst über 40 Jahre nach seinem Übergang sind hier immer noch Menschen, die nach seiner Lehre leben und seine Lehre verbreiten. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Video. Bleib dran, schau es dir an, lass dich inspirieren, und wir sehen uns später. Mach's gut. Von diesem Jahr an hielt Bruder Michael den Bewohnern der Villa fast jeden Tag nach dem Sonnenaufgang einen kleinen Vortrag. Zusätzlich hielt er wöchentlich Vorträge, die am Abend stattfanden. Dabei sprach er oft das Thema der Bruderschaft an. Ein Thema, das ihm sehr am Herzen lag. In den prächtigsten Bildern beschrieb er ein gemeinschaftliches Leben, in dem sich alle für die Liebe öffneten. In seinen Augen sollte ein brüderliches Zentrum ein wahrer Ort des Lichts sein.
Wenn er von der Bruderschaft sprach, meinte er nicht in erster Linie eine Gruppe von Menschen, die sich an einem gewissen Ort auf der Erde versammeln, sondern eher die große Familie aller Wesen, die dem Licht zustreben, die sich zu einer Philosophie der Liebe und Gerechtigkeit bekennen und die, bewusst oder unbewusst, zur universellen Bruderschaft gehören. Von da an sprach er oft von dieser großen Bruderschaft, die in höheren Ebenen beheimatet ist. Der Bruderschaft des weichsten Lichtes, das alles enthält. Die große weiße Bruderschaft ist eine Macht, die sich über das gesamte Planetensystem erstreckt und noch darüber hinaus. Ihr könnt diese Bruderschaft nicht nach derjenigen hier auf der Erde beurteilen, einer Handvoll Männer und Frauen, die nicht immer weise und erleuchtet sind. Die wirkliche universelle weiße Bruderschaft, die oben ist, besteht aus den am höchsten entwickelten Wesen, die es gibt. Hier unten sind wir nur eine Filiale, wenn ihr so wollt, die von ihrem Licht und ihrer Unterstützung profitiert, um ihre Projekte zu verwirklichen. Aber mehr und mehr muss die Bruderschaft hier unten das getreue Spiegelbild von jener werden, die oben ist. Der Name der Bruderschaft, universelle weiße Bruderschaft, war in seinen Augen wunderbar, weil er eher eine Welt aus höheren Sphären beschreibt, die die Menschen hier auf Erden verwirklichen können. Diese Namensgebung, die keinesfalls auf die verschiedenen Menschenrassen anspielt, inspirierte ihn, weil sie von den Energien des weißen Lichtes spricht, das die ganze Schöpfung durchdringt. Sein enthusiastisches Temperament ließ ihn viele Projekte ins Leben rufen, die sich nicht notwendigerweise alle realisierten. Er war ein großer Initiator neuer Ideen und unmöglicher, aber belebender Wünsche. Schon in seinem zweiten Aufenthaltsjahr in Frankreich vertraute er den Zuhörern seinen Traum für eine möglicherweise ferne Zukunft an. Er sprach von einem großen Park, in dem einzelne Häuschen gebaut werden konnten für alle, die in brüderlichem Geist miteinander leben wollten. Seine Auffassung einer wahren Bruderschaft berücksichtigte auch die menschliche Natur und er riet davon ab, langfristig in einem Haus zusammenzuwohnen. Was er sich vorstellte, glich einem Dorf, in dem jeder sein eigenes Zuhause hätte. Eine vorbildliche Gemeinschaft, in der alle sich an der Schönheit, Kunst, Musik und Wissenschaft erfreuen konnten. Es sollte auch einen Platz für die Paranorythmie geben, eine Bibliothek und eine Schule für Pädagogik. Außerdem Ateliers für Malerei und Kunsthandwerk, Konzerte, Tänze und Filmvorführungen. Eine Universität, in der man vergleichende astrologische Studien betreiben würde, Studien über die verschiedenen Aspekte des menschlichen Lebens, über frühe Talente, Gesundheit, Heilverfahren, Chemie, über Kristalle und ihre Wirkung, über Pflanzen und ihre heiligen Signaturen, über die Geburt der Kinder und die spirituelle Galvanoplastik, durch die eine Mutter auf ihr ungeborenes Kind einwirken kann. Manchmal sprach er von einer besonderen Dorfstruktur. Im Zentrum ein kleiner Kreis von Häusern, umringt von weiteren Häusern in konzentrischen Kreisen. Die Straßen verlaufen dabei strahlenförmig zwischen den Häuserreihen nach außen. Von der Straße zu den Häusern führen kleine Wege, die von Bäumen gesäumt sind, um die Intimsphäre eines jeden zu wahren. Er sprach mit einer ansteckenden Begeisterung von der Schönheit einer großen spirituellen Familie, in der man sich zu gewissen Tageszeiten trifft. Jeder soll jedoch frei sein, seinen eigenen Beschäftigungen nachzugehen, jeder kann kommen und gehen, wann er will. Auch später verlangte er von den Mitgliedern der Bruderschaft niemals, alles in Gütergemeinschaft zu verwalten oder Einblick in ihr Privatleben zu erlangen. Außerdem betonte er, dass in einer vorbildlichen Familie niemand Gesetze zu erlassen hat, weil dort die Liebe regiert, die das Leben harmonisiert. Im Laufe der Jahre bekräftigte er immer wieder seinen Glauben an die Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden, welches sich durch die Liebe, den Glauben, den Gesang und durch gegenseitigen Respekt manifestieren würde. In einer Welt, in der sich alle Menschen lieben, gibt es keine Veranlassung mehr, sich aufeinander zu stürzen, um seine Bedürfnisse zu stillen. Während des Krieges hatte er ein kleines Abenteuer, das ihn jedoch sehr inspirierte, weil es ihn an eine echte brüderliche Welt denken ließ.
Eines späten Abends hatte er auf dem Nachhauseweg seinen letzten Zug verpasst. Die Schalter des Bahnhofes waren bereits geschlossen, die Häuser durch hermetisch abgeriegelte Fensterläden geschützt und die Kälte wurde langsam spürbar. Er spazierte durch die Straßen und fragte sich, was er jetzt wohl tun sollte. Schließlich setzte er sich auf eine Bank und begann zu beten. Einige Minuten später hörte er die rhythmischen Schritte einer deutschen Patrouille. Damit er nicht wegen Missachtens der Sperrstunde verhaftet würde, ging er in die Richtung, aus der die Schritte kamen, und erklärte seine Situation. Zu seinem großen Erstaunen führte man ihn sehr höflich zu einem von Offizieren bewohnten Schloss und bot ihm ein Bett für die Nacht an. Doch er schlief nicht. Er konnte dieses seltsame Erlebnis kaum glauben, das ihn dazu gebracht hatte, vom Feind beherbergt zu werden. Am nächsten Morgen führte ihn jemand zum Speisesaal, wo er frühstücken konnte. Niemand fragte ihn, was er da täte, und als er sich zum Gehen bereit machte, begleitete ihn einer der Offiziere bis zum Bahnhof. Seht nur, erklärte er seinen Zuhörern Jahre später, würde die ganze Welt in Brüderlichkeit und Liebe zusammenleben, könnte jeder in alle Länder reisen und würden wie in einer Familie überall mit offenen Armen aufgenommen. In dieser Kriegszeit sagte er, Friede ist, wenn überall Brüderlichkeit herrscht. Der Friede wird niemals aus der Gewalt geboren. Für ihn war die Bestimmung des Wassermann-Zeitalters, überall auf der Welt Bruderschaften zu blühen zu bringen. Denn der Wassermann ist ein Synonym für Universalität. Um sich den erhöhten Schwingungen des Zeitalters anzupassen, muss man seine Antennen verfeinern, spiritueller werden, in seinem Herzen Liebe für die anderen haben und wahrhaftig brüderlich sein. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Es ist wirklich eine super Zeit hier. Man kann hier wirklich die Seele baumeln lassen, in brüderlicher Gemeinschaft leben. Es ist unglaublich.
Schreib mir gerne in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat. Warst du schon mal in einer spirituellen Gemeinschaft? Warst du so? Warst du ähnlich? Was sind deine Eindrücke? Schreib's gerne alles rein. Und wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte, teil unbedingt dieses Video, denn diese Botschaft muss verbreitet werden. Die Botschaft, dass es sich lohnt, ein spirituelles Leben zu leben, ein brüderliches Leben zu leben, eine Gemeinschaft aufzubauen, in einer Gemeinschaft zu leben. Und ja, wenn dich die Lehre interessiert, schau gerne bei Miri Shimshek rein. Den Link packe ich in die Beschreibung. Sie liest regelmäßig aus den Büchern von Omram vor. Und alles Gute dir. Danke, dass du zugeschaut hast.